Seite schießt Gina, außen daneben galoppiert San Mancia, dahinter dann das Duo bestehend aus La Dynamite mit vor Soon, vor Wild Approach und Salve Venezia, Golden Gazelle weiterhin am Ende des Feldes. Es geht am Übergang vorbei. Sarandia vorne an der Spitze. Sarandia führt, dahinter ist an der Außenseite San Mancia mit dabei, mit schießt Gina innen, dann La Dynamite und dahinter sieht man dann Salve Venezia mit Wild Approach am Ende, da galoppiert unverändert Golden Gazelle. Die Pferde sind im Schlussbogen. Sarandia weiter vorne, Sarandia mit dem Kommando, das sind jetzt wieder anderthalb Längen vor San Mancia, dahinter dann Salve Venezia, schießt Gina an der Innenseite, scheint auf dem Rückzug zu sein, versucht dagegen, versucht aufzuschließen, dann Wild Approach mit Golden Gazelle und La Dynamite am Ende des Feldes. Es geht um den letzten Knick, die letzten 450 Meter und an der Spitze Salve Venezia mit San Mancia an der Außenseite, Salve Venezia mit San Mancia und Fosun an der Außenseite macht einen ganz starken Eindruck. Fosun wird stärker mit Salve Venezia mit Fosun, dahinter dann San Mancia, Salve Venezia mit Fosun, lässt sich noch nicht abschütteln, Salve Venezia ist vorne vor Fosun, Fosun an der Außenseite schreitet zum Angriff, Salve Venezia ist vorne vor Fosun, Salve Venezia und Salve Venezia wird das Rennen gewinnen, Salve Venezia ist die Siegerin vor Fosun, die wacker gekämpft hat, alles versucht hat, San Mancia dann schon mit Abstand, dritte vor Golden Gazelle und dahinter dann schießt Gina mit La Dynamite vor Sarandia und dann Wild Approach. Willkommen zum Highlight des heutigen Tages aus sportlicher Sicht. Das Karin-Baronin von Ullmann Schwarz-Gold-Rennen steht an. Eine Europagruppe-3-Prüfung dotiert mit 55.000 Euro. Hier kommt zudem die Premium-3er-Wette zur Ausspielung. Dort für Sie die Garantieauszahlung 10.000 Euro. Ja, wer ist favorisiert am Wettmarkt? Die 7 ist das. Peace in Motion mit Marc Lerner. Im Sattel für Dr. Christoph Bergler. Der Besitzer ist angereist, das freut uns sehr. Waldemar Hicks ist der Trainer, 27 für 10, die aktuelle Siegquote. Sie sehen hier die Ladies vor den Tribünen. Gerade sehen wir Peace in Motion in den gelb-dunkelblauen Farben. Dahinter Cool, dann die Auenquellerfarben von Arazza. Ja, Sie haben 7 Minuten noch Zeit, Ihre Wetten abzugeben für das sportliche Highlight. Karin Baronin von Ullmann, Schwarz-Gold-Rennen.